Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Ich kann euch sagen, wir können dem jetzt bestimmt 2 Stunden zuhören. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. So. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen nach draußen. Herzlich willkommen zu Gothic 2. Lord André hat dich also aufgenommen. Ich erwarte von dir, dass du regelmäßig herkommst und trainierst. Ruger wird dich an der Armbrust ausbilden und Mortis wird dir helfen, deine Stärke zu steigern. Aber das Wichtigste ist, dass du lernst, vernünftig mit deinem Schwert umzugehen. Ich werde schon noch einen guten Kämpfer aus dir machen. Nee. Also hätte man hier von hinten die ganze Zeit über schon rangekonnt an Lord André, da hätte ich mich an der Tür ja gar nicht abwiegeln lassen müssen, wa? Leute, nee, ich hab auf so viel Scheiß reingefallen. Das mache ich doch bestimmt alles nochmal. So, neben dem Bootbauer, jetzt pass auf. Was ist denn der Bootbauer? Da unten ist ein Boot. Also vermute ich mal, dass das hier der Bootbauer ist. Der. Aber ist das der Bootbauer? Woher erkenne ich denn den Bootbauer? Weil hier ein Boot ist. Und neben dem, dann kann das nur noch da hinten sein. Da brauche ich aber Dietriche. Wir gehen mal kurz gucken. Irgendwo ist doch hier ein Typ, der mir Dietriche verkaufen kann, oder? Der schläft bestimmt gerade. Der schläft bestimmt gerade. Und das Sumpfkraut? Runtergehen? Ja, ich bin hier unten. Hier unten, genau. Und dann kann man hier sogar auch schwimmen. Aber ich habe schon mal geguckt. Da ist aber nichts. Da unten ist... Irgendwie dachte ich, dass hier unten die... ein Eingang in das Lager der Banditen ist, aber wisst ihr was? Ich habe es, glaube ich, gerade gefunden schon. So, da bin ich jetzt. Andere Seite. Problem ist, ich muss erstmal wieder rauskommen aus dem Wasser, ne? Man muss erstmal den Weg wieder rausfinden. Das ist nämlich auch nicht so leicht. Der hüpft nämlich nicht raus aus dem Wasser. Hier, der taucht dann nur ab. Das heißt, der hält sich nicht fest. Im echten Leben würde man jetzt einfach seinen Bizeps ein bisschen anstrengen und da rauskommen. So, zum Hafen hin. Da drüben können wir raus paddeln wieder. Und da hinten um die Ecke rum ist ja was. Hier habe ich ja vorhin was gesehen. Da hinten in der Ecke. Kommt man da raus? Das gucke ich mir mal ganz schnell an. Da oben glänzt das Irrlicht. Guck mal, da hinten ist eine Höhle, Leute. Da ist eine Höhle. Und ich habe die Höhle nicht gesehen. Ich glaube, da kommt man, glaube ich, rein. Ach, guck mal, nee, da ist eine Tür. Den richtigen Schlüssel. Ja, da lassen die mich nicht rein. Okay. Aber hier sind die Banditen bestimmt. So, und jetzt muss ich gucken Richtung Hafen. Ich kann nach da drüben schwimmen. Also Leute, guck mal, seht ihr das? Ich bin einfach, ich krieg's nicht mal hin, ein Lagerhaus zu sehen. Das muss doch das hier unten sein, oder? Ist hier unten? Also hier ist ja auch ein Lager. Oh, ah, hier komme ich raus. Raus! Der ist ganz schön nass, guck mal, wie er läuft. Hier links. Das ist aber gar nicht so einfach, weil ich immer nicht weiß. Du musst aber bedenken, das dauert ungefähr circa eine Minute, bis ich das lese. Aber hier links, wo könntest du das geschrieben haben? Hier eigentlich bloß. Hier ist jedenfalls das Boot. Da können wir auch nicht mitschwimmen. Tja, und da ist das, wo wir jetzt halt hier unten sind. Aber da ist ja nichts. Guck mal, wenn ich jetzt hier so gucke, da ist ja auch nichts. Ach, da oben sitzt der Typ, der die Dietriche hat. Und das ist mittlerweile Tag geworden, schau mal. Aber hier ist ja auch nichts. Also hier sind keine Kisten oder irgendwie sowas. Hier ist nur ein Ankerplatz. Hier ist was zum Hinsetzen. Da ist ein Boot, hier sind so Kisten. Und wenn du sagst, es ist im Lagerhaus, bin ich ja hier auch eh falsch. Da müsste ich ja rein ins Lagerhaus. Aber hier steht ja nirgendwo dran, Achtung, das ist ein Lagerhaus. Aber hier, der Typ verkauft Dietriche, guck mal. Jack. Achso, nee, das ist der Falsche. Ja, das ist der Falsche. Der verkauft. Guck mal, kann Laris mit mir handeln? Hey, du. Nee, der handelt auch nicht. Also, weißt du, es ist so krass. Normalerweise steht hier ein Typ, der handelt mit Dietrichen. Ich glaube mal, das war der Bootbauer, wo ich gerade gewesen bin. Ja, und nee. Ach, Jack ist der Bootbauer.
Das ist der Bootbauer, Jack. Ah. Sagt er das vielleicht irgendwo? Und neben dem Bootbauer ist das Lager. Es muss ja da drüben sein. Und da drinnen, aber da komme ich jetzt noch nicht ran an das Paket. So wie es aussieht. Ah, jetzt haben wir auch mal hingekriegt, das herauszufinden. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Das ist der Bürger. Und hier ist, guck mal, ob der was Handeln zum Handeln hat. Wir wollen da hinten noch die Kisten aufknacken. Das ist unwichtig. Schau mal, was die Leute so zu handeln haben. Der hat nichts. Ja, laber mich doch nicht voll. Der hier, das ist der... Ja, das ist der andere Idiot. Es ist wieder so, es ist wieder wie letztens, ne? Du hängst dann hier so sinnlos rum. Bürger. Hat der da hinten noch irgendwas? Warte mal, guck mal da. Hopp, nicht hier runterfallen. Oh, hier oft allein lange laufen. Bürgerin. Bürger. Sinnlos. So, hier haben wir unten. Das ist unten auf jeden Fall. Was haben wir? Hier haben wir eine Kiste, da kommen wir auch nicht rein. Und hier oben waren wir heute schon mal drin. Da haben wir schon mal geguckt. Da gibt's auch nichts. So, Brahim, kann der mir was? Verkauft der mir was? Da haben wir die Karten, komm, haben wir schon geklärt. Da haben wir schon mal geklärt, dass der die Karten hat. Und die Karten sind wichtig, vor allem, wenn da so geile Sachen eingezeichnet sind, ne? Na gut, wir sind ja jetzt auf jeden Fall Milizsoldat. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall Erfahrungspunkte sammeln, indem wir uns draußen rumkloppen. Bürger, Bürger, sinnlos. Zeitverschwendung. Alles Zeitverschwendung hier. Du kannst halt, wenn du Gothic spielst, richtig hart deine Zeit verschwenden, ne? Richtig nice. Und ich glaube mal, ich bräuchte halt da hinten in der letzten Hütte da bräuchte ich jetzt mehr Dietriche und irgendwann werde ich auch welche kriegen. Ich hatte gedacht, dass hier irgendwo so ein Typ, aber irgendwer hat mir welche verkauft. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Was nie zündet, zu Ende geht. Doch, doch, das Spiel geht zu Ende. Ich verdattel nur gerade, sinnlos Zeit, ne? Also ich bin ja, weil ich dachte, ich suche mal schnell nach dem Dietrich, verdattel ich ja gerade Zeit. Wir haben natürlich andere Aufgaben bekommen. Und eine Aufgabe ist, ins Minental zu gehen und stark zu werden. Ich bin bei Autokorrektur, habe ich auch so meine Schwierigkeiten. Ich habe was anderes. Kann mir denn... Borka verkauft mir auch nichts, ne? Der sagt nur, ich soll reingehen. Ja, ja, okay. Und hier haben wir immer hier noch Händler. Ein Bürger. Und der hier verkauft der mir Halvor. Ach, der verkauft nur Fische, ne? Ja, er will schon Fische haben. Kein Mensch will Fische haben. So, und der Typ, der hier rumsteht und manchmal Zeug verkauft, um Schlösser zu knacken, ist jetzt nicht mehr da. Also heißt das, Aufgabe ist jetzt, Richtung Minental zu laufen. Und wir können, das können wir jetzt vielleicht endlich mal machen, Erfahrungspunkte sammeln, indem wir draußen ein bisschen auf die Jagd gehen, ne? Und das werde ich vielleicht auch einfach mal machen. Ich werde unterwegs noch ein paar Händler anquatschen und hoffen, dass die mir mal Einbruchswerkzeug verkaufen. Ich war vielleicht doch ein bisschen... Für den König. Ja, ich war vielleicht ein bisschen zu... bei Bosper, meinst du? Ach, guck mal, hier, der kann mir welche verkaufen. Wenn ich noch welche habe. 12. Ich nehme auch mal Holz mit von dem und den Apfel. Äpfel sind wichtig. So, und dann können wir mal gucken, was können wir denn dem verkloppen, ne? Den Degen der Banditen hier. Degen. Zack, zack, so. So, der, genau. Der hat mir auf jeden Fall gerade 13 Stück verkauft. Da, guck mal, ich kann dem gebratenes Fleisch verkaufen. Mache ich auch mal ein bisschen. Esse ich zwar auch nachher ein bisschen was, aber Käse. Wir haben 300 Gold, ist erstmal eine Menge. Und guck mal, wenn wir Geld brauchen, können wir richtig gut damit arbeiten. Was mich ein bisschen stört, ist, irgendwo hat jemand gesagt, dass dem ein Goldkelch geklaut wurde und ich krieg das nicht hin, dem einen Goldkelch zurückzugeben. Aber wir haben jetzt 13 Dietriche, die nutzen wir. Jetzt klauen wir da hinten im Haus ein bisschen und dann schauen wir mal, wie die Welt außerhalb von Kurides aussieht. Ich zeige euch das gerne mal. Gehen wir mal raus und dann kloppen wir mal ein paar so eine Grashüpfer kaputt. Hier sind nämlich riesengroße Grashüpfer am Start. Da haben wir natürlich die Valerie dabei, die steht ja auf Grashüpfer, wie wir festgestellt haben. Da können wir gleich mal zeigen, wie schön das aussieht. Gottesanbeterinnen gibt es nicht, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht Minecrawler gibt hier, wenn wir in das Minental zurückkommen. Das bin ich gar nicht so sicher, meine Freunde. Müssen wir mal schauen. Ring des Wassers. Da muss ich ja irgendwo beten dafür. Vatras lerft da ja rum, ne? Pass auf, Leute. Herzlich willkommen, der Idiot. Schön, dass du da bist. Und vielen Dank gleich für das direkt reingekommene Follow. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt ja gerne mal Tipps abgeben, wie wir jetzt hier knacken. Links, rechts, links, rechts. Ich fange mal an. Links. Hat geklappt. Nochmal links. Rechts.
Rechts, links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, rechts. Links, rechts. Oh, links, links, rechts, rechts. Links, rechts, links. Der erste Dietrich, Freunde, der erste Dietrich. Und ich hätte eine geile Rüstung kriegen können, ne? Ja, naja, wobei, Hafenkleidung eines Bürgers. So geil sieht die gar nicht aus. Paar Textilien, Leder. So, mit einem Dietrich, Leute, mit einem Dietrich habe ich die Kiste aufgeknackt. Das können wir verkaufen. So, hier, nächste Kiste. Okay, wir fangen nochmal ganz entspannt. Rechts war falsch. Links, rechts. Der Leuchtturm. Wir gehen mal auf den Leuchtturm hoch, wa? Links, rechts. Okay, links, rechts, rechts. Links, links, rechts. Nein! Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, links. Links, rechts, rechts, links, links, links. Okay. Na gut, okay, Geld ist genug drin. Können wir uns neue Dietriche von kaufen. Ich kann mir das gar nicht merken, Leute. Wenn ich jetzt laden würde, das würde gar nicht funktionieren. Speichern. Das könnte ich mir gar nicht merken. Bin ich zu schwach. So, nochmal. Rechts geht nicht. Links, links, rechts, rechts. Das war einfach. Okay, ist auch nicht viel drin. Ja, mal gucken, ob wir hier irgendwo das Krautpaket finden. Es waren schon 3 Kisten. Ah, aber weißt du, um Ring des Wassers Mitglied zu werden, hat Vatras mir die Aufgabe gegeben. Ich glaube, irgendwo soll ich da spenden. Ich glaube, ich muss beten und spenden. Und da bin ich einfach, kriege ich nicht hin. Bin ich zu doof für? Weiß ich nicht, woran das liegt. Aber ich gehe mal schnell zu Vatras. Das labert den mal voll. Vielleicht. Reicht es ja schon, dass ich bei der Miliz jetzt... Leute, ich hasse das mit der Miliz. Ey, bitte quatsch mich ja nicht drauf an, dass ich mit der Miliz beigetreten bin. Aber wie gesagt, wir haben schon rausgefunden, als ehemaliger Sträfling der Miliz beitreten, das schaffst für auch nur du. König. Ach, halt doch die Klappe. Das ist auch schon was, das kann nur wieder mir passieren. Das passt voll zu mir. Das ist wieder voll mein Ding tatsächlich auch gleich, ne? So, hier ist Vatras, der labert dumm rum. Wir gucken mal. Kavalon sitzt da. Aber sah, was geschehen so, war. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben ja die drei Figuren. Und er erwählte den Mensch. Und Inos sprach zu ihm. Wir hören uns das kurz an. Der Mensch ward ihm untertan. Der Mensch ward ihm untertan. Und Inos verlieh ihm einen Teil seiner Göttlichkeit, auf das er dem Wirken Belias einhalt. Und Belia sprach zu einem weiteren Weg. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Ich kann euch sagen, wir können dem jetzt bestimmt 2 Stunden zuhören. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere. Und Adanos überkam eine tiefe Trauer. Ich wette, das geht ewig weiter hier. Wir quatschen einfach mal an. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern. Ja, wir hören uns den Rest später an. Ich habe eine Botschaft für Meister Iskar. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Oh, jetzt, wieso hat der das nicht vorher zu mir gesagt? Ich mach's. Gut, dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Versiegelte Botschaft erhalten. Ich nehme den Lichtzauber, ich wähle die Heilung. Ich nehme mal den Lichtzauber mit, weil das andere ist... Der Lichtzauber ist der einzige völlig unnötige Zauber. Weil ne, sich heilen oder Schaden machen ist das eine. Aber ich wähle jetzt mal den Zauber, der eigentlich nur Licht bringt im Dunkeln. Ich nehme den Lichtzauber. Gut, dann mach dich nun auf den Weg zu Meister Iskarot. So, wir gucken mal ganz kurz. Das haben wir ja alles geklärt, ne? Wir kommen ja nicht weiter. Vielleicht kann ich dann die Belohnung wählen, dass ich dem Ring des Wassers angeschlossen werden will. Du sagst ja gerade, wir müssen die Banditenüberfälle. Oder wo sind die vermissten Leute? Piraten haben wir nicht, ne? Das ist auch Innos. Der Mann mit der Augenklappe. Wo sind die vermissten Leute? Und hier wusste ich auch nicht mehr, wie ich da noch anquatschen soll. Wie ist es noch weiter? Ich weiß ja, wo die sind, nämlich bei Dexter. Wir haben ja herausgefunden, dass Dexter mit denen irgendwo auf den Berg gefahren ist. Aber da komme ich doch noch gar nicht hin. Und der Waffenhändler der Banditen ist das hier. Fernando, der hat selbst zugegeben, Waffen an die Banditen geliefert zu haben. Aber da geht es ja nicht weiter, weil nur mit der Aussage von Fernando können wir nichts machen. Das heißt, ich habe die Quests ja schon weit abgearbeitet, aber es reicht halt nicht, ne? Eine von den zwei Quests machen, meinst du? Okay. Na, wir gehen jetzt erstmal raus. Wir gehen mal dahin, wo der Zauberer ist. In die Richtung kommen wir, glaube ich, ganz gut. Aber jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Der Zorn der Götter. Echt, so cool. Wir gehen mal hier raus. Wir gehen jetzt zum oberen Wald, genau. Wir gehen jetzt hier raus. Irgendwo.
Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Wir müssen jetzt schauen. Ich muss kurz mal gucken, wie kommen wir denn jetzt dahin? Hier, also wir sind jetzt aus der Stadt Korinis rausgelaufen. Da ist das große Boot, wo wir jetzt eigentlich nichts mitmachen können. Da geht's zum Großbauern. Da oben ist das Kloster. Ihr seht, das Kloster ist oben so in der Mitte. Das sieht aus, als wäre das mitten im Wasser und da geht nur eine Brücke hin. Da kommen wir noch nicht rein. Da brauchen wir viel zu viel Geld dafür. Aber wo gehen denn das gleich nochmal lang? Wo bin ich denn mit Laris langgelaufen? Richtung Kloster, also hier nach links. Okay, das Irrlicht hat hier draußen was gefunden. Hier muss irgendwas rumliegen irgendwo. Guck mal, da haben wir schon unseren ersten Grashüpfer. Jetzt werden wir mal einen Grashüpfer kaputt. Ich will mal gucken, ob die Rüstung was bringt. Wir brauchen nämlich eh Erfahrungspunkte. Ja, moin! Oh, aber ich bin fast tot. Hoha! Der hat mich auf jeden Fall erwischt. Der hat mich auf jeden Fall erwischt. Das bedeutet, die Erfahrungspunkte sind wichtig, die sind gut. Okay, Richtung Onas Hof und dann zur Taverne. Das kriegen wir hin. Da bin ich nur an der falschen Seite rausgelaufen gerade. Da schauen wir, ich gehe mal schnell den Weg hier nach. Also, das waren 110 Erfahrungspunkte, die waren wichtig. Ist das da oben ein Wolf? Hä? Da ist doch ein Wolf. Oh, Leute, Kapitel 2. Es gibt, glaube ich, wieder neue Monster auf der Map, ne? Oder? Tatsächlich. Jetzt haben wir hier einen Wolf. Na, komm her, Wolf. Dein Irrlicht hat's wieder gerissen, ne? Top, das Irrlicht. Einfach top. Da ist nichts zu holen. Jetzt ein bisschen Fleisch und ein bisschen Fell. Und ein paar Erfahrungspunkte, aber doll ist nicht. Und hier oben hat er ja auch gerade. Entweder hat der Wolf den Typen umgehauen oder andersrum. Also kurz mal abklären, wo ist der Wolf? Wo ist der Wolf? Ich will dann wenigstens das Fell abziehen. Wo ist der? Du hast ja gerade gegen den Wolf geschlagen hier oben. Wo ist der? Vino. Kenne ich noch gar nicht, oder? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Außer dem, was ich dir erzählt habe? Doch, kenne ich schon. Vino kenne ich schon. Das ist der Bauernhof, wo wir auf jeden Fall schon mal gewesen sind ein paar Mal. Okay, Kapitel 2. Auf ins Minental. Zurück in die alten Gefilde. Geht's hier zum Kloster? Warte mal, guck mal. Ich glaube, ich muss nach links, ne? Korinis, ich glaube, warte mal. Wir müssen hier... Nee, komm, ich da. Ich bin völlig falsch. Ich glaube... Boah. Dann müssen wir halt um Korinis rumrennen. Da müssen wir jetzt einfach hier runtergehen, dann im Kreis um Korinis rumrennen. Da werden wir noch das ein oder andere Monster platt machen müssen. Nützt alles nichts. Lebenserfahrung, Lebensenergie geht. Also ihr seht, trotz neuer Rüstung, ich muss mehr Schaden machen lernen. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich? 300 ungefähr. Da sind noch 3 so eine Grashüpfer. Und ich kann mich wieder verbessern. Und dann könnte ich entweder geschickt. Ach, apropos, ich habe doch bestimmt das falsche Schwert angelegt, oder? Nö, habe ich nicht. Was ist besser? Das hier, wo ich Einhandbonus 5 dazu kriege? Oder das, wo ich Schaden 60 mache? Ist es sinnvoller, mit einem Schaden von 40, dafür aber mehr Geschick, beziehungsweise mehr Talentbonus zu haben? Oder macht es sinnvoll mehr Schaden? Also das ist schwierig für mich einzuschätzen, weil da glaube ich ja mehr kritische Treffer macht, wenn wir besser in der Einhandwaffe sind, oder? Das ist schwer einzuschätzen. Müsste man mal probieren, welche Waffe die bessere ist. Ob der besser trifft, wenn ich Einhand verbessere damit. Leuchtet irgendwo was? Das ist wahrscheinlich die beste Idee. Einfach mal empirisch ermitteln. Deswegen habe ich auch, genau, ich habe es also noch nicht weggeworfen, weil ich mir dachte, das müssen wir auf jeden Fall rausfinden. Guck mal, da drüben, wo geht's denn da hin? Da stehen ein paar Pflanzen, die wir pflücken können. Vielleicht gehen wir da mal sammeln. Achtung. Ah, da komme ich nicht mehr hoch, ne? Aber wir sammeln mal hier, guck mal, Heilkraut, 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 da höre ich schon, da unten ist ein Grashüpfer, der greift mich gleich an. Jetzt bin ich hier runtergefallen, jetzt müssen wir, doch, ich wäre weitergekommen, wenn ich da oben langgelaufen wäre. So, dann jetzt müssen wir runter, komm, aber ich glaube, wenn wir hier runterkommen, das geht, ne? Ja, das geht, aber ich werde erstmal was zur Heilung nehmen müssen. So, dann haben wir da unten den nächsten kleinen Grashüpfer angreifen und ich habe auch Pfeile, also meist mit dem Bogen. Ich habe ganz viel Geld in Pfeile investiert. Scheiße. Oh nein! Boah, Glück gehabt. Vielleicht kurz aus der Haut gefahren, ne? 1, 2, 3. Guck dir mal an hier. Ach, wisst ihr was? Egal. Das mache ich jetzt nicht so. Ich schieße zweimal mit dem Pfeil und dann habe ich ja noch einen tollen Degen. So, 110 Erfahrungspunkte. Aber wir können die halt nicht looten, ne? Schade. Schade. Du dickes Ei. Ja, moin.
Das sind noch vier. Noch drei. Noch drei Grashüpfer hier. Die kommen nämlich zusammen. Ach du... Ja, oh je. Ich habe in ein Wespennest gestochen. Unangenehm. Okay, oh, einer reicht. Genau, ich muss halt noch...